be my one shot. Yeah. Hallihallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück. Entschuldigung, zu Absturz sagt FIFA 18. The Journey, Williams Returns heißt es immer noch hier im Kapitel 5. Der Rückschlag. Wir wissen ja alle, Alex ist noch verletzt. Er kuriert seine Knieprobleme noch aus. In der Zwischenzeit versuchen wir, die Karriere von Danny Williams zu retten. Bis jetzt sind wir auch auf einem guten Weg. Also finde ich, ne? Guter Weg. Und von daher sollte das ganze Unternehmen eigentlich auch funktionieren. Ich weiß, die eigentliche Story handelt ja um Alex Hunter. Aber ich finde eben, so eine Geschichte muss komplett gespielt werden. Und Danny gehört ja auch seit Teil 1 dazu, seit FIFA 17. Und von daher hat er es natürlich auch verdient, dass wir auch seine Geschichte spielen. Ich weiß, ja, viele Hater etc. Was soll's. Wir zocken das Ganze komplett. Also, weiter geht's. 14. Februar, Valentinstag 2018. Genau an dem Tag fliege ich übrigens nach Ägypten. Schön, mal schauen. So, heutiger Plan. El Rondo und Ballbesitz und Pässe. Okay, wir spielen also im Kreis El Rondo. Im Kreis hin und her spielen oder einen Ball abnehmen. Wir werden sehen. Mal schauen. Guten Morgen, Gentlemen. Ich hoffe, ihr seid ausgeruht. Ja, heute natürlich. Heute gibt's was Besonderes. Fokustraining. Hart, präzise, intensiv. Ja. Training beginnt. Oh Mann, ey. Ich habe jetzt auch wieder 2 Wochen kein FIFA gespielt. Weil ihr habt es ja mitgekriegt, Battlefield 1, Battlefront, Assassin's Creed, alles Mögliche. In diesem Sinne natürlich auch liebe Grüße an Gaming TV, der sich halt gewünscht hat, dass auch FIFA weitergeht. Und wir spielen gleich mal hier schön das El Rondo. Lassen wir sie hier ein bisschen aussteigen. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Ah, schade, Barbeck. Aber ich habe schon immerhin schon eine B-Wertung. Und jetzt haben wir A, aber so schwer ist es ja nicht, ne? Im Kreis mit 4 gegen 2, also. Oh, schade, den wollte ich eigentlich nach oben spielen. Okay, zack. Wie gesagt, wir haben die A-Wertung. Reicht uns, fortsetzen. Was kommt denn jetzt? Ballbesitz und Pässe. Flachpass und R1 und X wuchtiger Pass, wissen wir ja. So, jetzt haben wir aber 3 Gegenspieler, wenn ich das hier richtig sehe. Holen wir uns erstmal die Punkte. So. Mehr 1. Hallo? Wo ging der denn hin? Zack. Nein, Danny. So, jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier. Schade. Ach man, was mache ich denn? Ball erstmal annehmen natürlich. Hat sich jetzt hier irgendwas verändert? Muss ich irgendwas anderes machen? Ball? Irgendwie hat das nicht so geklappt, wie ich das jetzt wollte. Der hat den Ball irgendwo anders hin gespielt. Ach, jetzt habe ich auf Fortsetzen gedrückt, ne? Schade. Aber eine C-Wertung, naja, eine C-Wertung geht ja. Wollen uns auch nicht zu lange mit dem Training aufhalten. Heute. Ruht euch heute Abend aus. In der Startelf bleiben wir ja definitiv. Da sind wir safe. Jetzt geht's nur noch darum, das nächste Spiel zu gewinnen. Vielleicht wird es wieder so eine, ja, so ein Riesenspiel wie in der letzten Folge gegen Crystal Palace. Jetzt spielen wir gegen Manchester City. Oh, das wird schwerer natürlich. Crystal Palace, ja. Kein A-Club, aber halt schon ganz gut. Ne? Ich meine, wer es in England in die erste Liga schafft, der sollte schon mit Respekt behandelt werden. Sehr starke Liga in Europa. England hat es ja auch zur WM geschafft, souverän. Und ist möglicher Viertelfinale-Gegner von Deutschland, wenn wir so weit kommen überhaupt. Gut, wir fahren fort. Wolf Huse hier, hallo.
neben mir sitzt wie immer mein geschätzter Kollege Frank Buschmann. Und ich freue mich auf ein hoffentlich spannendes Spiel. Leicester City. Und heute heißt es also Leicester City gegen Manchester City. So, auf geht's. Hier im King Power Stadium hat sich eines der größten Fußballmärchen aller Zeiten abgespielt. Ach, das war so herrlich, Wolf. Der Titelgewinn von Leicester in der Saison 2015-2016, das werden die Fans und wir auch nie vergessen. Das war sensationell. So, hopp. Das ist natürlich Danny wieder hier ein bisschen in Leicester City heute also los. In Fokus bringen. Gucken wir auf die. Da kommt der Schuss. Bams. Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Aber nicht Danny stand im Abseits, nein, sondern beim Pass vorher schon. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. So, ich biete mich hier natürlich an, ne? Ist klar. Was die offen klasse zuspielt. Gute Chance. Wird's jetzt gefährlich. Ach. De Bruyne jetzt am Ball. Touré. Nein. Nein, 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 geh weg, Junge. Pfosten. Es gibt Einwurf für Manchester City, das ist eine gute Position. Okay, das war knapp. Aguero. Mondi. Ich bleib natürlich hier Stellungsspiel, ne? Ihr wisst Bescheid. Geworden, aber er blockt ihn ab. De Bruyne. Gabriel. De Bruyne mit dem Versuch. Jetzt gebt doch mal den Ball her. Sie bekommen den Einwurf. Die kommen hier hinten nicht raus. Samson. Aber wie gesagt, das ist auch schwer gegen Manchester City. Komm, gib den Ball her. Williams am Ball. Jetzt wird's gefährlich. Philipp Bernhard. Mann. Es ist verdammt schwer. Es ist verdammt zerrig. Gabriel Jesus. Jesus am Ball. Gut. Mahrez. Danny Williams. So, Danny, bisschen hier Bälle verteilen. Musa. Mit dem Ball am Fuß Richtung Gegner. Und jetzt die Geschwindigkeit ausspielen. So, war eine gute Idee. So, jetzt hier. Zustellen. Und jetzt Fernandinho. Und Position halten. Den Rest muss die Mannschaft wirklich selber machen. Ich kann nicht überall sein. Jetzt Williams. Jetzt müssen sie aufpassen. Mach ihn, mach ihn! Ja! Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Jawohl. Und Danny steckt im Jubel mit drin. Ärgerlich. Wir schaffen das, dass die Mannschaft ihn akzeptiert. Wohl, das kann passieren. Das muss er jetzt abschütteln und sich weiter konzentrieren. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt Williams. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Na, da läuft er nicht. Da läuft er einfach nicht. Weg ist der Ball. So, jetzt auf mein Stellungsspiel achten. Nein, ich brauche keinen Punktabzug jetzt. Philipp Bernard am Ball. Komm, spiel doch her. Das könnte gefährlich werden. Ja, da ist Platz jetzt. Da ist die Flanke. Oh, wow, 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 wow. Mit den Fingerspitzen dran. Jetzt wird's Ecke geben. Ball kommt von Mitte. Ach. Kann er hier retten. Einwurf für City. Was? Und nun Fernandinho. Den er hier am Ball. Danilo jetzt am Ball. Oh, Kick and Rush. In England ja ganz bekanntes Defensiv Spiel. Ist gut. Kick and Rush bedeutet quasi lange Bälle nach vorne. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt zieh ab! Jawohl! Diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. 2-0. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Und wieder war's Bernard. Den haben sie gar nicht auf der Rechnung, Manchester. Zum zweiten Mal freigestanden. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme.
Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. So, dann nimmt man Bernard natürlich auch wieder mit. Schlechtes Timing, ja. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und tatsächlich schlechtes Stellungsspiel bekommen. Hier kommt die Nachspielzeit. Dabei passe ich doch so gut auf. Morgan. Aber es passiert eben. Samson. Ja, genau. Jetzt ist Halbzeit. Richtig. Ach, Mist. Okay, wir machen weiter. Direkt zweite Halbzeit. Ohne Schnörkel. Im King Power Stadium erwartet uns jetzt die zweite Hälfte. Und diesmal versuche ich mein Stellungsspiel das zu halten. Gefährlich. Und da verlieren sie den Ball. Jawohl. Jetzt Williams. So, jetzt könnt ihr mich alle mal hier am Knie mieteln. Williams. Den mache ich. Damit setzen sie ja noch ein Tor drauf. Alles im Griff. Ganz souveräner Auftritt heute. Kurze Distanz, das war dann nicht allzu schwierig. Nö, das war easy going. Die Führung ist doch mehr als deutlich. De Bruyne am Ball. Mondi. Der nächste Stellungsspiel aufpassen. Stellungsspiel aufpassen. Ich lasse mich immer verführen, so weit zurückzulaufen. Weg ist der Ball. Und das müsste aber Einwurf jetzt für Leicester geben. Manchester City mit dem Wechsel. Aha, gut, dann eben nicht. Schaue ich mir dann nochmal später in der Aufnahme an. Das war doch eindeutig Einwurf für Leicester. Jetzt könnte Aguero Hilfe gebrauchen. Williams. Einer gegen vier. Ganz energisch. Ja. Den Vorteil für Williams. Weiter geht's. Nein. Das gibt hier Abstoß. Ach Mann. Den muss er doch nur reinmachen. Richtig, gelbe Karte, absolut verdient. Kompany kennt ihr ja noch aus der Bundesliga. Also die Älteren kennen ihn noch aus der Bundesliga. Beim HSV gespielt, wo HSV halt noch eine gute Mannschaft war. Na. Ich denke, es läuft alles nach Plan, sonst hätte uns der Trainer schon längst rausgeholt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Mondi. Manchester City mit dem nächsten Angriff. Na komm. Nun De Bruyne. Ich bleib hier stehen. Ich hol mir keinen Punktabzug wegen schlechten Stellungsspiel. Das kann die Defense selber machen. Yaya Touré. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Toller Pass. Boja! Zacka! Geile Vorlage. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Schön präzise ins Eck, einwandfrei. Slimani kommt und Vardy verlässt den Platz. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel. Jetzt kommt der Trainer. Ich denke, das Ding ist durch. Beeindrucke den Boss, fülle deine Rolle aus und zieh den Schlussstrich. Jawohl. Alles erfüllt. Und Kevin De Bruyne. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ich hab Spieler des Spiels geworden, Simmer. Übrigens. Ach, Mist. Jetzt vielleicht Danny Williams. Ach, schade. Musa. Jetzt darf ich nur nicht zu übermütig werden. Muss meine Position natürlich halten. Komm, lauf, mein Freund. Oh, Rückpass. Rückpass, ihr habt's gesehen, Rückpass. Tolles Zuspiel, Touré. Eieieiei. Klasse. Aguero in der Mitte. Ja, da ist doch keiner.
Mondi. Mon Dieu. Na, das ist Einwurf, Leicester. Sie bekommen den Einwurf. Fuchs. Didi. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ja, jetzt tut sich hier nichts mehr, 5 Minuten vor Schluss. Manchester City hat hier eine richtige Aufgabe vor sich. Der Rückstand ist deutlich und wahrscheinlich. Der Angriff könnte was werden. Muss er nur machen, Torvorlage. 9-5er Wertung. Gute Entscheidung vom Trainer, den einzuwechseln. Der macht das Tor. Jawohl. Der Joker. Das ist dann am Ende kein Problem für ihn. Der Joker sticht. Die kriegen den Hals nicht voll. Tolle Offensivleistung heute. Da kann einem jeder Gegner leid tun, Wolf. Die stecken hier wirklich nicht auf, obwohl das Spiel ja bereits entschieden ist. Ziemlich einseitige Angelegenheit. Ich denke, ich muss mal die Schwierigkeitsstufe auf Weltklasse hochschrauben. Williams. Weil so ist es ein bisschen zu einfach. Also ihr seht es ja gegen Manchester City 5-0. Also. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Ach nee, ich hab ja schon auf Weltklasse, auf Legende müsste ich dann, also die letzte Stufe. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh, mein Stellungsspiel und jawohl. Oh, da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Wahnsinn. So, die Spannung hat ein bisschen gefehlt, dafür war es einfach zu einseitig. Ja, sie haben hier dominiert, nie nachgelassen und deshalb geht der Sieg in Ordnung. Ja, der Sieg geht definitiv in Ordnung. In der Höhe, ich weiß nicht. Aber Manchester kam zu keinen Chancen, haben sie unter Druck gesetzt. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich auf mein Stellungsspiel ein bisschen aufgepasst habe, dass ich die Abwehr nicht so durcheinander bringe, wenn ich damit hinterrenne. Wir hatten schon schwerere Spiele, ihr kennt's ja. Aber jetzt 7-0 Crystal Palace, 5-0 Manchester City. Wir sind auf dem besten Wege hier, die Meisterschaft zu holen noch in England. Fand ich richtig gut. Machen wir weiter. So, wie gesagt, Danny Williams, 9-5er Wertung. Eine Vorlage, 2 Tore. Natürlich Torschützenbonus. Kriegt da ein bisschen Geld, der Kleine. Und der Transferwert geht hoch, schon fast 4 Millionen. 75er Wertung. Finde ich stark. Finde ich persönlich stark. Ich mir überlege so, ihr könnt ja nochmal schauen, bei alle Folgen, einfach hier unter dem Video. Die ersten Spiele, wie eng das war, wie knapp das war, die schlechten Wertungen. Und jetzt das. Jetzt diese 2 Hammerspiele hingelegt. Bin begeistert. Also, ja, wenn es euch auch so gefallen hat wie mir, weil ich bin gerade sprachlos, schaltet einfach wieder ein, schreibt einen Kommentar, macht einen Daumen hoch oder gebt mir irgendeine konstruktive Kritik, was ich vielleicht noch verbessern kann an FIFA-Gameplay, beziehungsweise allgemein ein bisschen bei Absturz zockt. Ihr dürft euch ja als Community mit einbringen und dürft natürlich auch Vorschläge machen zu Spielen, zum Gameplay, Tipps und Tricks. Egal, was euch auf dem Herzen liegt, schreibt's einfach mal. Ich bin der Rob. Wie gesagt, bedanke mich fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen geilen Tag. Und nicht vergessen, schaut mal in unsere Facebook-Seite rein. facebook.com/absturzzockt. Also, reingehauen. This could be my one shot.